Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty Ghost. Wir sind immer noch dabei, AJs Leben zu retten. Ich würde mal sagen, wir machen auch mal sofort weiter. Okay. Ach so, wir sollen einen anderen Weg. Ach so. Jetzt verstehe ich es erstmal, einen anderen Weg finden. Wow! Freund! So eine Rauchfackel brauche ich auch mal. Komm, mach Tür auf! Warte mal, erstmal nachladen. Okay, da wollen wir doch mal jetzt mal loslegen. Und los! Herr, kümmert sich um die Seite? Kein Problem. Hey, geil, hier sind ja noch die Trikots alle von der ganzen Mannschaft. Habt ihr Ajax? Das ist übel. Mistkerl. Halte durch, Ajax, halte durch. Rock. Das war Rock. Er zielt auf. Sehen. Timo. Komm, halt durch, Ajax. Er ist tot. Verdammt. Sieh dir das an. Mach den Reisefertig. Eine Tötungsliste. Rook will die Ghosts. Wer zum Teufel ist Rock? Keine Zeit für Erklärung. Sie kommen, wir müssen weg hier. Kegel, nimm ihn. Gute Frage, wer ist Rock? Oder wie der ausgesprochen wird. Ich weiß gar nicht, habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Aber egal, wir lassen nie einen Kameraden zurück. Nicht wahr, Ajax? Los, was denn? Wow, ich bleib lieber hier drin! Hilfe! Ja, das sollte ich auch lieber benutzen, glaub ich. Diese Helis sind unser Weg hier raus. Wir gehen an der linken Seite des Felds. LMGs ausschalten! Komm, brauchst nicht wegrennen. Das ist wirklich eins. Also, Scharfschützenlevel sind wirklich meine Lieblingsmission. Schützen. Ey, hört auf zu knallen. Das war's? Nee, da ist noch einer. Alles klar, und jetzt ab nach Hause. Der Heli ist gleich ab. Riley! Wayne! Was tust du, Riley? Wow, Riley ist echt ein Lebensretter. Und zwar für alle Lagen irgendwie. Sollen wir einfach durchrennen? Ich habe keine Ahnung. Was tut man in so einem Fall? Ah, auch zum Heli, okay. Wir schaffen das, Erwin. Schneller, los. Los, Wiley, rein. Jetzt startet das Mistding schon. Okay, wen soll ich ausschalten? Die Geschütztypen hier. Ja, hab ich. Ist sonst noch einer da? Das war anscheinend... Nee, hier ist noch... Ich will weiter Scharfschütze spielen. Ich habe viele Soldaten gesehen, die ihre Gefallenen geborgen haben. Aber nicht auf die Art wie diese Männer. Die Ghosts haben Ajax verehrt.
das genaue Gegenteil von dem, wie er gestorben sein muss. Wenn Rourke ihn getötet hat, hat er sich dabei Zeit gelassen. Und jetzt jagt er die Ghosts. Und wieder griff uns die Föderation an. Und wir rannten direkt ins Chaos. Und irgendwo, mitten in diesem Gefecht, war unser Vater. Wir mussten ihn finden. Ganz genau, wir müssen unseren alten Herrn finden. Okay, wir treffen uns bei der Kommandozentrale. Ich lasse den Hund hier. Der Rest kommt mit mir. Los geht's! Den Hund hier. Ey, wie unpersönlich. Er heißt Wiley. Aber nicht mehr lange. Ihr müsst den Stand verstärken. Wir sind unterwegs. Ist was Neues von Captain Walkers Kommandoposten? Negativ. Verteidigungsteams haben die Position gehalten, aber der Funkkontakt ist abgerissen. Ihr habt es sicher geschafft. Ach du Scheiße. Was für ein Chaos. Krieg ist wirklich keine schöne Sache, finde ich. Also... Krieg ist immer wieder scheiße. Ach du Scheiße. Ich hoffe, die Helikopter sind nicht für unsere Feinde. Wow. Da erinnert mich. Die Szene hier erinnert mich an eher an einen Film. Ich weiß noch nicht, ob das riechen gerade. Wem runterholen? Die Helikopter runterholen oder was? Kopiere ich jetzt nicht, okay. Keine Ahnung. Mein schöner Apparat. Halten Sie, um den Helikopter Schuss auszuweichen. Und wieso kreist? Damit duck ich mich doch nur. Okay, Drohne ist bereit. Naja, war aber klar. Nee, ich glaube, da habe ich nicht getroffen. Ja, dann gib mir eine Drohne! Ja, Drohne! Ach du Scheiße! Wow, wir merken aber echt nichts mehr. Ich glaube, wir haben uns schon sämtliche Knochen gebrochen. Unser Charakter merkt immer noch nichts. Ich ball euch nieder! Okay. Ich folge mal meinen Kameraden lieber weiter. Jo, nehmen wir mal die Knarre einfach mal. Von überall kommt... Ah, ich muss hier weg! Boah, was für... Hallo? Ich wollte schon sagen, knallt mich von hinten hier jemand ab, oder was?
Ey, sei mal netter da hinten. Oh, scheiße, ich war hier nicht lang gelaufen. Ich bin ein Ghost. Oder besser gesagt, ich werde noch einer. Doch, kommt es schon irgendwie. Okay. Ah, scheiße, ich muss nachladen. So, der Typ da oben ist erledigt. Wir sind gleich soweit. Ey, warum knallst du mich ab, Alter? Der eigene Mann ballert auf mich. Aber gut, wir sind ja auch im Kreis gelaufen. Dann ist es ja auch irgendwie nachvollziehbar. Ich würde schon sagen, die Gegner jetzt alle platt. Ey, nicht alle auf einmal, Jungs. Oha. Okay, wir konnten sie auf jeden Fall schon mal gut schwächen. Und viele eliminieren, das ist schon mal gut. Wie ungeschütztes Ziel. Ja, ich bin doch schon da, Bruder. Wo ist Daddy? Wir müssen unseren Daddy finden. Sonst haben wir doch keinen, der uns Kommandos gibt. Ja, ich beeil mich. Halt du bloß das Ding fest. Was? Wer ballert da auf mich? Was ist los? Also hier durch, ich wollte schon sagen, sind wir jetzt eingekesselt. Penner! Ich kann's nicht glauben. Los! Du krepierst! Boah! Ey! Schlimmer aus als es ist. Alles wird gut. Achtung!
bewundernswert. Aber euer Vater ist nicht mehr dort. Dad, du warst die ganze Zeit einer von ihnen. Hey, ruhig, Junior! Das ist dein Vorgesetzter! Die Jungs wissen nicht, wie schwer mir das gefallen ist. Aber wenn ich mich entscheide, war's das. Du und dein Bruder müssen noch viel lernen. Aber ihr habt alle Tests bestanden. Willkommen bei den Ghosts. Wir sind bereit. Wir werden dich nicht enttäuschen. Das könntet ihr niemals. Ich bin stolz auf euch. Auf euch beide. Alles schön und gut. Aber was zum Teufel machen wir wegen Rock? Rock. Das ist der Typ, der die Ghosts jagt. Ja, er ist gut. Sehr gut. Und er weiß, wie wir arbeiten. Wie kann das sein? Er war einer von uns. Es begann vor 12 Jahren, als das Militär der Föderation ganz Südamerika bedrohte. Ihr Anführer, General Almagro, wollte alle in den USA geborenen Bürger verhaften oder hinrichten. Rock überzeugte Washington, dass die Ghosts das Problem lösen würden. Die USA starteten eine Invasion. Rock führte uns an, um Almagro auszuschalten. Aber Rock war wie besessen von ihm. Für ihn war der Mann wie eine Beute. Und es war klar, nichts würde ihn abhalten, sich seinen Preis zu holen. Für uns war Rock eine Legende. Der Mann konnte durch die Hölle laufen, ohne zu schwitzen. Die Ghosts waren die Besten der Besten. Aber wegen Rock wurden wir gefürchtet. Wir sind hinter einem Mann her! Almagro! Ich habe das Kommando! Ja, so haben wir also jetzt auch erfahren, wer dieser Rock ist und vor allem, wer der Bösewicht in Call of Duty Ghosts ist. Nämlich ein ehemaliger Ghost-Soldat. Boah, kann man sich da vorstellen, unglaublich. Wer bloß immer wieder auf so welche Ideen kommt. Halleluja, weniger reden, mehr ballern, würde ich sagen. Hier war doch noch ein Panzer, vor dem, hinter dem ich mich stellen konnte. Da konnte ich ja jetzt nicht ahnen, dass er jetzt weg ist. Leute, ich nur... Hey, Kollege. Ich glaube, wir sind das erste Mal abgekratzt. Kann das sein? Wir sind das erste Mal gestorben, Call of Duty Ghost, glaube ich. Bin ich schon mal gestorben in dem Spiel? Kann ich mir das gar nicht so recht erinnern. Hallo, ey, da ist ja mal sowas von unfair. Da fährt der Wagen einfach weg. Ich kann's nicht glauben. Feindlicher Panzer? Ja, feindliche Panzer. Was jetzt, Jungs? Okay, jetzt sind wir das zweite Mal abgekratzt. Ich frage mich nur, warum. Oh mein Gott! Was geht denn hier? Okay, wo kommt jetzt der Panzer auf einmal her? Der ist hier aus der Wand gekommen. Okay. Und los, wir müssen rennen. Los, los, los. Ajax lebt wieder. Juhu! Gerade noch gestorben, jetzt schon wieder am Leben. Er ist eine
Das liegt ja da dran, weil die jetzt in der Zeit zurückgegangen sind. Wir spielen jetzt so gesehen die Geschichte, die der Dings da, der Elias seinen Söhnen gerade erzählt. Kapier! Die muss ich eliminieren. Das ist meine heilige Ghostpflicht. Okay, wo seid ihr jetzt, Leute? Okay. Ach so, da hoch. Ach, das ist ein gegnerischer Panzer. Jo, geht's noch fieser. Schmeiß mir noch eine Granate rein. Ach, halt doch die Klappe, Rook. Welchen Werfer? Den da? Soll ich den hier stoppen oder was? What the fuck? Halleluja, werden wir zurückgeschossen? Ach du Scheiße, sind wir jetzt weit geflogen. Wir haben so unseren Helm verloren. Den heiligen Ghost-Helm. Wow! Scheiße! Ach du Scheiße, los! Boah, ist das schwer hier durchzulaufen. Boah, ist da viel Wasser. Muss ja ein Riesendamm sein, in der gerade gesprengt worden ist. Treppe rauf, okay, die Treppe hier. Puh. Was gibt es? Ich denke, wir brechen ab. Das Arschloch hat die Stadt geflutet und die Hälfte seiner eigenen Leute erledigt. Und die Hälfte unserer Leute. Wir sind Ghosts, Merrick. Wir beenden die Mission. Ja, aber das hier ist anders. Gibt es noch was zu sagen, Sergeant? Nein, Sir. Das wird nicht viele gehalten! Ist heiß da draußen. Gut, finden wir dieses Arschloch. Genau. Ja, wie müssen wir dieses Arschloch ja finden? Ja, und los! Du hast vollkommen recht, Ruth. Mann, wie viele Soldaten es so gibt hier in dem Spiel. Durch die ganze Wackelei sieht man kaum was. Da voll voll. Ach du Scheiße. Fuck. Hallo, fuck. Halleluja, sind wir jetzt unter Wasser. Ach du Scheiße.
Scheiße. Ach so. Ja, okay, Leute, das war jetzt meine Schuld. Ich dachte, wir meinen anderen Verbündeten. Da konnte ich ja nicht erahnen. Na gut, Leute. Wenn ihr wissen wollt, wie immer, wie es mit Call of Duty Ghosts weitergeht, schaltet im nächsten Part ein und auch in den da drauf. Wir werden uns in den nächsten Parts sehen. Bis dahin.